Mach auf! Lass mich rein! Ich will rein! Jo. Dann steigen wir wieder aus. Das wird jetzt ein kleines bisschen dauern. Aber wenn wir schon mal die 500.000 haben und wir nur 5 Stück noch von dem brauchen, machen wir das mal schnell. Ich hätte jetzt so komisch. Kommt es eigentlich zu Schwarzfahren in Bussen? Vor 15 Jahren, als ich damit noch gefahren bin, hatte man das Ticket direkt beim Fahrer gezeigt, wenn man eins hatte. Ja, same. Same. Aber man konnte ja auch... Ja gut, irgendwann war es halt so, dass man hinten einsteigen konnte. Kommt dann doch mal vor. Aber kommt auch wieder auf den Bus drauf an. So ein reiner Linienbus innerorts. Der lässt hinten einsteigen. Aber einer, der Überland fährt, eher weniger. Ist meine Erfahrung. Geh auf! Los, Minai! Dann verkaufen wir die 5 auch gleich wieder. Fick dich! Wer ist hier der Boss? Hä? Ja, das bin ich, Misu. Du nicht. Ein wunderschön. Wie geht's dir? Alles fresh in der Tash. Oh, wow. Schön, dass du hier bist. Mein Freund. Ein misotastisches Opfer. Ein. Ich habe kein Achievement bekommen. Einen Moment. Warum nicht? Habe ich jetzt vielleicht doch den falschen gekauft? Einer fehlt noch. Oh, ich habe mich verzählt. Oh, scheiße. Einer fehlt noch. Gut, ist egal, wir brauchen jetzt sowieso einen Bus für eine neue Route. Dann machen wir mal schnell eine neue Route. Und nennen sie... Warte. Ich bin heute irgendwie auf Krawall gebissen. Ey, der DHL-Bote, der für vor einer Woche mir mein Paket nicht gegeben hat, weil ich keinen passenden Zoll da hatte, und der keine EC-Karte nimmt, meinte ja, er kommt am nächsten Tag wieder. Warte, er ist bis heute nicht aufgetaucht und auch die Filiale weiß von nichts. Ja, nice. Das sind sie wieder die Besten, ne? Das sind wieder die Besten. Ja. Nee, wie nennen wir es? Arabica. So, da ist die 13.
Gut, wir müssen zwischen Denali und Auris Harbor fahren. Jetzt haben wir ja alles gleich direkt hier. Hier ist Denali und hier ist Auris Harbor. Ausgeglichen muss es nicht sein. Einfach nur ein Zahltag und 30 Fahrgäste hin und her befördern. Fährt die so rum. Die fährt so rum. So möchte ich das. So. Bin ich froh, dass ich mit meinem DHL-Fahrer per Du bin. Viel angenehmer. Ja, definitiv. Definitiv. Oh so, ganz easy. Harbor Administration. Dann fangen wir die mal. Let's go, Chat! Die Limited Edition ist ausverkauft. Ich habe die als Vorbesteller im Oktober mir reserviert gehabt. Ja. Ach, das ist das Paket. Ja, das ist natürlich scheiße. Oh, eine Pause? Super. Ja, eine Pause. Wo sind wir hier? Ach, scheiße, wir sind... Oh. Schon einen Fahrgast, das ist der Busfahrer. Wieso fährt der nicht? Hallo? Jetzt. Aber nach hinten fährt er, nicht nach vorne. Jetzt fährt er. Nee, der fährt nicht, weil der irgendwie festhängt. Gute Fahrt gehabt, Chef? Oh. Nee, keine Handbremse. Bürgersteig. Man nennt es Bürgersteig. Der kam nicht hoch. Was ist beim Rot? Jetzt haben wir Grün. Entschuldigen Sie bitte. Muss man hier durch? Danke. Das ist der billigste Bus, deswegen. Wir brauchen noch einen von dem hier, dann haben wir ein Achievement. Deswegen habe ich den jetzt nämlich 9-mal gekauft. Verkaufe ich nachher wieder. Und für die neue Route setzen wir den jetzt einfach mal schnell ein. Verdienen das Geld für 9. Machen also dann die Quest hier fertig. Und dann passt das. Hier müssen wir hin. Also ja, ist ein ganz schlimmer Bus. Er ist nicht leistungsstark. Hallo. Ich hätte gern ein paar Fahrgäste. Ein paar auch noch. Eieiei, schlimm. Hast du die neue Villa in Lakeview gesehen? So schön. Ja, das war's. Nice. Gut, wir sind ein bisschen unter Zeitdruck, aber das ist okay. Arschloch! Arschloch! Ist nichts passiert, ist alles gut. Aua. Jetzt ist der Bus noch älter. Ach, das ist schon endstationär. Fuck. Wenn das Lane sieht, dann macht sie das nach. Weil ich bin ihr Vorbild.
Hallo Lane. Du hast nichts gesehen. Patschi! Ein wunderschön, ich grüße dich. Ne, was geht ab? Bremst du nicht einfach? Ja, was machst du denn? Sag mal. Kannst du nicht Auto fahren? Das war bestimmt Lane. Das war Lane. Muss jetzt leider weiterziehen. Oh, schade. Dann wünsche ich dir was und schön, dass du da warst. Und viel Spaß noch. Nicht weinen. Ist doch schön, dass du da warst. Da war nichts. Verdammt anstrengender Tag. Bin froh, wenn er vorbei ist. Oh, fühl ich. Wobei meine war heute wenigstens angenehm, aber ja, ich fühl's. Da ist er schon wieder. Das ist der Transporter von Lane. Der ist nämlich grün. Ach ja, ich wollte den Bus ja eigentlich wieder verkaufen, ne? Drei Unfälle jetzt gerade eben. Ja, ich weiß ja nicht. Könnte er am Wert jetzt runterziehen? Jetzt kann ich Prof seine Schandtaten leider nicht weiterverfolgen. Gibt keine Schandtaten. Ich werde jetzt reich. Oh Gott, das laggt schon wieder. Das Spiel hat so eine schlechte Performance. Das ist echt schade. An sich ist das Spiel richtig gut. Oh, jetzt laggt es doch nicht mehr. Jetzt laggt es wieder. Ja, toll. Oh Gott, noch so viel. Okay, jetzt doch nicht mehr so viel. Hi. Na du? Hey, du bist doch Heino. Ich kenne dich vom Radio her. Oh. Jet, Ausrufezeichen, Rampe. Da ist jemand. Der möchte rein. Wenn er denn reinfährt. Wieso ist er zu? Warum ist die Tür zu? Ist ja Mod-Aufgabe. Okay, können wir ändern. Bin vom Vermieter geweckt worden, weil mein Partner vergessen hat, die Mülltonne rauszustellen. Der hat mich voll angepumpt. Mit Panikattacke dann die Mülltonne raus. Dann kommt er eine halbe Stunde später an, dass ich das doch erst am Abend machen muss. Weil die morgen nochmal kommen. Wow. Vollidiot. Kann ihm doch egal sein. Ist denn halt euer Problem, wenn die nicht draußen steht? Tag. Nee, leider nicht, sondern das Problem vom ganzen Haus. Dann hätte er es ja auch selber rausstellen können, ganz schnell. Nur hin, bitte. Ich hasse es, wenn ich so früh aufstehen muss. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Jo. Eine Fahrkarte, bitte. Bist du dir sicher? Du siehst aus wie zwei Personen. Danke. Ey, die zahlen alle genau richtig. Oh, ich liebe diese Haltestelle. Hier fahre ich wieder hin. Hier fahre ich wieder hin. Dann machen wir das halt so.
Habe ich von Lane gelernt. Mhm. Ah ja, kann man nicht mehr? So ein Hausmeister-Service ist gar nicht mehr so teuer. Das ist das Nächste. Ne, wir haben einen. Jeder zahlt 5 Euro im Monat und fertig. Hey. Guten Tag. Wo sind die fliegenden Autos? Laut Filmen sollten wir die schon haben. Zack, zack, zack. Ja, die Rampe ist schon draußen. Aber danke, Misu. Ja, wieder einholen. Ja, wenn ich fertig bin. So wie jetzt. Aber ich danke dir. Sollen die den auf dem Zebrastreifen überfahren oder was? Ja, sollen sie. Ich bin ein Bus. Ich muss pünktlich ankommen. Das wissen die doch. Sag mal. Hier. Kusch. Also, wo geht's los hier? Ja, was nun? Ah, immer noch kein Zahltag. Okay. Gut, dann fahren wir nochmal zurück. Dann haben wir den Zahltag. Und dann haben wir die Quest auch abgeschlossen. Und können endlich den 10. Bus kaufen und dann verkaufen wir alle. Hui, kaum für 20 Ingame-Minuten fahren und schon Knete haben wollen. Ja klar. Ich meine, ich bin Unternehmer. Also sag mal. Ich bin gut. Tag. Genau, fahr zu. Wichtig und richtig. Scheiß aufs Verkehrsschilder. Sollte ich von Marco grüßen und sagen, dass der Kaffee aus deiner Tasse besonders gut schmeckt? Ja, natürlich, deswegen gibt's ja meine Tassen. Ne? Leute, Ausrufezeichen Shop, gibt's viele schöne Tassen. Und Klamotten und allerlei und pipapo und überhaupt. Ach nee, da muss ich hin. Uah, es leckt schon wieder hier. Immer an dieser Stelle. Ins Rugi! Hallo, ich müsste bitte an der nächsten Haltestelle raus. Ja, Ausrufezeichen raus, dann lasse ich dich auch raus. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Ja, ich muss raus. Ja, okay. Ja, okay. Hast mich überzeugt. Alles einsteigen. Gute Arbeit. Ich gehe davon aus, dass der Hafen deinem Unternehmen viel Geld anbringt. Kohle, Kohle, Kohle. Also, jetzt hast du echt eine Menge Vorschläge für neue Orte für das Streckennetz. Aber tschüssi, Rugi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Tschüssi, schön, dass du da bist. Was ist mit dem Timber Ridge Observatorium? Das würde Touristen bestimmt gefallen. Und die Wissenschaftler kämen leichter hin. Nun, es ist nicht wirklich eine Attraktion, aber es wäre ein toller Ort für einen Besuch. Da hast du recht. Zwei Busse mit Planetarium-Werbung. Okay, wir verkaufen nicht so viele Busse, würde ich sagen. Erstmal wieder ins Depot zurück. Nicht Depot. Zum Händler. So, war ganz okay, würde ich sagen. Ah, weil du mich siehst jetzt, ne? Ja, verstehe ich, verstehe ich. Oder weil du nicht mit mir Apex spielst.
anscheinend nie. Ich bin echt traurig drüber. Ich bin total enttäuscht. Und entsetzt und überhaupt, aber passiert. Das passiert. So. Ja, ja, ja. Das sagen viele. Das sagen viele. Ich habe das nicht gesehen, dass da was ist. Achievement! Klonarmee! Und ich wurde direkt wieder daran erinnert, warum ich das nie wirklich spiele. Ja, weil es gut ist, ne? Das ist das Problem. Aber ich bin jetzt sowieso voll auf PUBG. Ah, ich freue mich schon, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe wieder. Und jetzt, wo Witcher durch ist, habe ich mehr Zeit. Weil Witcher hat auch sehr viel Arbeit nach den Streams und vor den Streams gemacht. Gobbel. Ah, Zimti, gobbel mich doch nicht an. Doch, gobbel mich an. Bitte. Bitte, machen Sie dies. Machen Sie dies, tun Sie dies. So. Ein interessanter Händler an einem Sprechterminal wie bei Meckes Busse für 100 Scheine bestellt und eine Stimme ruft aus: Jo, Tor 3, genießt die Fahrt. Genau so stelle ich mir das auch vor. So muss das. Das heißt, Arabica würde ich ja auch verkaufen. Nee, den lassen wir jetzt. Wir brauchen ja 2 Busse mit Planetarium-Werbung. Das heißt, den passen wir jetzt mal an. Was ist Planetarium-Werbung? Das hier, ne? Ja. Gut. Dann lassen wir den noch drin. Und den verkaufen wir. 10.000 Verlust für jeden Bus. Das ist mir das Achievement wert. Das ist mir das Achievement wert. Ich wechsle lieber, weil ich nicht weiß, ob das jetzt ein richtiger Bus ist, den wir verkaufen können hier, der da immer auftaucht. Und den noch verkaufen. Gut, dann haben wir jetzt 508.000. Können wir uns einen neuen Bus kaufen? Ja, wir sind ja schon hier. Schon vorbei? Nee, Diana. Geht jetzt richtig los. Und schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Alles Tutti de Frutti? Alles Banane in den Haaren? Ne, was? Was? Was sagt er? Was sagt er? Ich würde jetzt eigentlich Elektro erstmal weitermachen. Wie ich gerade schon dabei sind. Oh, der ist noch gesperrt, der Doppeldecker. Oh. Aber auch noch zu teuer. Ach, wobei, wir haben die schon alle. Aber 10G haben wir noch nicht alle. Es ist eigentlich schade, dass hier nicht dran steht, wie viele man von dem schon hat. Das wäre noch nice. Aber Elektro scheine ich schon alle zu haben, die es gibt gerade. Dann würde ich einfach mal den hier kaufen. Da weiß ich, den habe ich noch nicht. Ist das ein Klimaspiel mit ÖPNV? Ja, das auch. Das auch. Also wir können auch voll aufs Klima gehen. Ist ganz cool. So.
Jo, wird gekauft. Alles klar. So. Check aber erstmal aus und teleportiere mich weg, damit wir dann direkt auf der Route spawnen. Ach nee, Moment. Wir müssen ja noch Werbung drauf klatschen. Ach, warte mal. 13 von 14 Bussen. Ach so, ja, das ist der letzte, der noch nicht zugewiesen ist. Stimmt, alles klar. Anpassen. Werbung. Planetarium. Übernehmen. Abgehakt. Nice. So. Wieso müssen wir denn? Weil wir gut sind. Weil wir schlau sind. Weil wir schön sind und schrank und schlank werden wir, Miss Busfahrer. San Luis Road. 14 Fahrgäste von nach Observatorium. Erreiche eine Zufriedenheit von 3 Sternen auf einer Route während ihrer Hauptverkehrszeit. Das müsste dann die Zeit zwischen 19 und 4 Uhr sein. Die Frage ist, wo ist das Observatorium? Fishing Harbor. Wo ist das fucking Observatorium? Ah, warte mal. Verbinde Timberbridge, deswegen. Observatory. West Forest Observatory. Hier. Da müssen wir hin. Observatory. Damit ist es ja eigentlich egal von wo aus. Hast du da ein Lenkrad und eine Mütze auf? Ja. Wäre schlimm, wenn ich das Lenkrad auf hätte und mit Mütze. Oh Gott, sie ist der Tanti! WP, meine Beste! Nye? Alles Tutti in der Frutti? Und ja, ich habe ein Lenkrad und ich habe eine Mütze und ich bin gewillt, sie zu benutzen. Und das Lenkrad vielleicht auch. Wir stellen eine neue Route. Und wir nennen es Tantis Teebrütchen. So. Anwenden. Kriege ich hier jetzt meine Pommes-Schranke? Oh, wow. Ich gebe dir gleich eine Schranke, du Pommes, du. So nämlich. Brady, stop. Hauptverkehrszeit. Die Hauptverkehrszeit ist aber tagsüber. Ah, das Ding ist genau andersrum. Okay. Dann hätte ich gern. Ach ja, ist das letztes dann drin jetzt. Ah, fuck. Fuckity fuck. Ach, das Ding ist immer noch aktiv. Nein. Ja. 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 Ach, nee, hatten wir schon. Die hat er schon aufgefordert. Hey, hab ich ger... Oh, warte mal. Ich hatte tatsächlich Pommes. Also Curly Fries mit Barbecue-Soße. Ah, lecker. Meine Hauptverkehrszeit ist eher nachts. Ein Flachwitz von Tanti. Ich lieb's. Gut. Wir fahren dann mal. Wir fahren jetzt einfach. Tantis Teerütchen. Let's go. Wieso kann ich nicht annehmen? Achso. Nee, kann ich. Hä? Achso, der ist noch nicht da, ne? Ah, verdammt, wir müssen doch erst hinfahren. Danke, danke. Hm. Ja, ich habe hier einen Bus abgestellt, ne? Das ist vielleicht ein bisschen ungünstig gelaufen.
Entschuldigen Sie bitte. Ich hab's eilig. Danke. Nein. Oh, ich hab Rot. Jetzt habe ich Grün. De. Gut, let's go. Sind auch alle angeschnallt? Warte. Wow. Wie komme ich wieder raus? Da war keiner drin. Scheiße. Wir fahren. Doch, das kann. Wir sind ja noch nicht auf der Route. Wir fahren jetzt zur Route hin. Natürlich nicht. Bei der Fahrweise will ich zur Not raushechten können. Wow. Wow. Hier. So. Ist der Bescheid. Sag mal, Tanti. Müssen wir den Rücken stärken? Oder so. Ma. Oh, du bist so. Oh. Ist toll. Du lernst schnell, junge Padawanin. Nee, junge Kaffeebahnen. Runter hier. Das war knapp. Aber Moment. Wir fahren jetzt den Bus nur mal kurz hin. Und dann lassen wir die Zeit erstmal weiterlaufen, weil wir müssen hier in der Nacht fahren. Wir müssen hier in der Nacht fahren. Oh, ihr seid aber auch langsam. Dö. Ich habe jetzt mal Lupinenkaffee probiert. Auch ganz fein. Das hört sich gut an. Wieso fahren wir eigentlich zur Endstation? Wieso starten wir bei der Endstation? Ich bin kein Rüpel. Ich bin hübsch oder so. Ach, wisst ihr was? Wir geben jetzt den Bus ab. Ich teleportiere mich nochmal weg. Ich stelle die Zeit vor. Und dann fahren wir in der Nacht. Wenn das schon so anfängt hier, ne? Dann nicht mit mir. Dann kann ich gleichzeitig erstmal was zu trinken einschenken. Weil verdürsten ist nicht gut. Hübsche Rüpel, was? Jetzt geht's aber los hier. Später, Diana. Wenn wir wieder ungestört sind. Ich freue mich einfach, dich hier zu lesen. Oh, nehmt euch einen Schrank. Ihr Süßlinge. Auf euch. Gönne. So. Zeit vorspulen. Oh. Und 19 Uhr. Muss nur wissen, wann und wo. Bus bauen, Rugi. Bus bauen. Gut. Jetzt fahren. Aber wir sind an der Haltestation, sagt das doch einer. Bin ich eine
der ersten Frage. Frank ist zu klein für Rookies. Füße. Ja. Vor allem Füße. Das ist sehr wahr. Ich habe enorm große Füße. Das tut so weh auf so verschiedenen Ebenen. Fotos bitte, Rugi. Danke. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Na okay, weil du es bist. Fährt der denn? Wo muss ich hin? Rechts? Redet von Ohren. Nee, die reden von Füßen. Gibt's auf meinem... Oh! OnlyFans? Okay, nice. Oh, Rugi muss schon wieder aussteigen hier. So, zur Strafe. Ah, oh, Scheinkontrolle. Hier ist ein Foto meiner Katze. Erwischt. Sie heißt Mounty. Hast du auch Mounty? Okay, steh wieder auf. Das ist creepy. Das ist creepy. Wen hatte ich schon? Dich hatte ich schon. Dich nicht. Ich will ihn kontrollieren. Spiel. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Jetzt. Hier ist meine Fahrkarte. Entschuldigen Sie die Kratzer. Ich musste sie mir von einem Fuchs zurückholen. Ich zeige Ihnen meine Fahrkarte, aber nicht anfassen. Doch, ich fasse die Fahrkarte an, so oft ich möchte. Na klar. Denn ich bin der Boss. Okay. Ach, wir haben bloß vorne einen Eingang. Gott, ist das ein Schrottbus. Mounty! Ja. Darf ich deine Fahrkarte auch mal anfassen? Dann, oh Gott. Passend fahren wir zu Poppy's Rest. Aber vorsichtig sein. Hat schon Kratzer, hat nämlich einen Fuchs schon angefasst. Eieiei. Bin zu schnell. Einsteigen. Vorsichtig ist mein dritter Vorname. Und der zweite ist gar nicht. Verstehe schon. Boah, langsamer geht's nicht, oder was? Ey, habt ihr das gesehen? Der hat gebetet. Gebeten? Gebetet? Mit mir gesprochen. So nämlich. Ist frech. Kann ich gar nicht verstehen. Gefettfingert. Einfach nur frech. Woher kennst du meinen zweiten Vornamen? Tja, ne? Bin gut. Einer, komm. Tschüss. Ich weiß, ich könnte dir kein Haar krümmen. Keiner. Wir fahren jetzt zum Observatorium. Wir freuen uns alle. Juhu. Außer Dieter, die will erst mal ein Ticket haben. Die Olle. Bitte. Nee, komm. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. So, haben wir's. Gut. Alles anschnallen. Ich fahre. Ah! Hippel mal schneller, Oma. Danke. Ah. Aber vielleicht ja meine Fahrkarte.
Es ist ernsthaft jetzt passiert, dass durch das Schlagloch ich auf den Knopf für die Tür gekommen bin. Weil das Lenkrad so gerumpelt hat. Scheiße. Und ich muss eine Zufriedenheit von 3 Sternen schaffen. Das ist jetzt ungünstig. Was? Was für eine Rampe? Sage mal. Willst du mich mobben? Oh, wow. Keine Ahnung. Okay, nice. Mach das nur gerne. Wow. Alles klar. Stirb! Nein, bitte nicht. Gut. 2 Punkte abgeschlossen. Und es ist keine Hauptverkehrszeit. Das heißt, ich werde hier jetzt mal aussteigen. Die Route abgeben. Mich wieder wegteleportieren. Und die Route dann tagsüber nochmal fahren. Und das müsste dann die Hauptverkehrszeit sein. Eigentlich. Eigentlich könnte ich das auch mit einer x-beliebigen Route machen. So. Esmond Avenue. Tante C-Rütchen. Hauptverkehrszeit tagsüber. Hier steht sie sogar. Dann fahren wir die mal. Wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Huch. Was? Chill. Chill-Spiel. Money. Nice. Achso, du möchtest... Ja, sag doch was. Frech. Nur hingehen. Bitte. Mein Kind. Kann ich zumachen? Gut. Aber dann merkt man mal, wie schlecht meine angestellten Busfahrer hier eigentlich parken. Geht ja mal Goni. Das Spiel braucht ein deutsches Tarifzone-DLC. Oh Gott, das wär's ja. Das wär's ja. Ey, es gibt gleich nochmal Money. Wie cool. Einfache Fahrt, bitte. Ich trinke. Ich habe mit meiner Chefin über ein paar Probleme geredet und sie hat mir wirklich zugehört. Ach, das ist aber schön. Ich würde dir nicht zuhören. Ich brauche eine Fahrkarte. Achso, du bist ein Student. Du siehst ein bisschen älter aus. Ich bin hier early. Danke. Der wirft dir unsichtbares Geld, ja? Geil, ne? Und die glauben das auch noch? Anfänger. Absolute Anfänger hier. Ich soll alle mal wieder näher ziehen hier. So. Sag mal, hallo? Weißt du, wie knapp das war? Ich finde dich und Dan, ne? Nennst du mich Daddy? Kann er wissen, was das bedeutet? Observatory. Endstation. Bitte alle aussteigen.
Ich brauche technischen Support bei... Oh. Easy. So, löppt der Lachs.